Es geht um die Vererbung, ne, die männliche Vererbungslinie oder die weibliche Vererbungslinie. Und da sind wir dann wieder an einem ganz spannenden Thema dran. Da geht es dann um sowas wie Monogamie oder Polygamie. Also darf die Frau mehrere Männer haben? Dann ist es nicht klar, wessen Kind ist das eigentlich? Und dann kommen wir auf so ganz tiefe gesellschaftsrelevante Themen. Und da geht es für mich ganz oft darum, ja, welche Gesellschaftsform wollen wir leben und welche ist zukunftsfähig? Es wird zunehmend, wir dürfen nicht Opfer sein. Opfer sind irgendwie, ja, du bist eben Opfer, jetzt reiß dich mal zusammen. Und da gibt es dann nicht sowas wie, okay, wir nehmen diese Menschen auf, wir helfen, wir unterstützen. Viele Paare wissen auch, wer mehr in der Opferhaltung oder wer vielleicht auch mehr zurückgeht in seinem Wollen und wer mehr sich durchsetzt. Das wissen die Paare relativ genau. Wenn man sich das mal zugesteht und wenn man diesen Raum sich anschaut, in dem Kampf stattfindet, auch die Form, das ist, dann sind wir bei einem Thema, Kommunikation. Wie spreche ich, wie redest du eigentlich mit mir? So, und da gilt es dann hinzuschauen, wie viel Gewalt ist da vielleicht auch in der Form des Kommunizierens bei demjenigen oder derjenigen, die sich eben nicht durchsetzt.